Ja, ich denke, dass die Schüler hier einfach gute Möglichkeiten haben, einen authentischen Einblick in das Arbeiten von Physikern zu bekommen. Wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, hier ins Schülerlabor zu kommen, dann würde ich wahrscheinlich so oft wie möglich herkommen wollen, weil ich finde irgendwie alle Experimente total faszinierend. Die Schüler lernen hauptsächlich, dass Physik auch Spaß machen kann. Die Schüler werden von Lernstudenten betreut. Die Lernstudenten sind auch in der Regel schon in einem etwas höheren Semester. Ja, also dadurch, dass die Betreuer Studenten sind, ist die Beziehung, glaube ich, eher auf Augenhöhe, als ist die Beziehung zwischen Lehrer und Schülern. Meistens ist es eine recht lockere Atmosphäre. Ich denke, dass die Studenten das auch auf eine gute Art und Weise machen. Ich bin eher so ein Zwischending von Wissensvermittler und aber auch noch Student und dadurch eher noch näher an dem Schüler selber dran. Meistens beginnt dann mit einer kleinen Einführung durch den Betreuer, der dann auch mal so ein bisschen abklärt, welche Voraussetzungen die Schüler mitbringen und versucht dann auf Grundlage dieser Voraussetzungen mit den Schülern so etwas Theorie zu dem Versuch zu erarbeiten. Dann gibt es eine Einführung in die Geräte und in die Bedienung der Geräte und dann kommt die eigentliche Versuchsdurchführung. Wow. Okay, ja, ich denke, dass auch für Schüler, die nicht vorhaben, Physik zu studieren, in ihrem Alltag Physik vorkommt. Und von daher denke ich, dass es für alle Schüler interessant sein kann, hier im Schülerlabor einen kleinen, aber authentischen und faszinierenden Einblick in die Physik zu bekommen. Also für künftige Studenten ist es, glaube ich, sehr hilfreich, weil die Schüler direkt Kontakt haben mit Wissenschaftlern und vor allem sehen die auch, dass Physiker jetzt nicht nur komische Kauze sind, die irgendwo in ihren Labors sitzen, sondern dass das tatsächlich ganz normale Menschen sind. Außerdem findet man im Schülerlabor einen Haufen cooler Nerds mit lustigen, faszinierenden Experimenten, die jeder mal gesehen haben sollte.